Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen am Tag 3 der Leipziger Buchmesse im TAZ-Studio. Mein Name ist Anja Mirell. Ich mache normalerweise Werbung und Pressearbeit für die TAZ. Heute mache ich sehr gerne mal keine Werbung für die TAZ, sondern für unseren netten Gast. Wir haben Besuch von Marion Brasch. Bitte ein herzliches Willkommen für Marion Brasch. Hallo. Guten Tag. Wir möchten heute reden über Marion Braschs neuen Roman, der heißt Lieber woanders. Lieber woanders ist man ja manchmal, bin ich heute aber nicht. Ich bin heute sehr gerne hier und freue mich, dass wir Gelegenheit haben, nachher noch über das Buch zu reden. Ich würde aber anfangen wollen, mit Ihnen nochmal so einen kleinen Schlenker zurückzumachen. Marion Brasch, geboren 1961 in Berlin-Ost, Tochter von Klaus Brasch und Gerda Brasch, eine sehr bekannte DDR-Familie, Eltern, die mit ihrer jüdischen Herkunft, aufgrund ihrer jüdischen Herkunft in den 1930er Jahren ganz jung haben emigrieren müssen nach England, wo sie sich kennengelernt haben, wo ihr ältester Bruder Thomas Brasch, auch dein ältester, Entschuldigung, ich muss dazu sagen, wir duzen uns, haben wir uns gerade überlegt, dein ältester Bruder Thomas Brasch auch geboren worden ist. All das findet statt in deinem Buch Ab jetzt ist Ruhe, erschienen 2012. Und da ist im Prinzip schon eine große Familiengeschichte angelegt. Also die Eltern lernen sich kennen in Großbritannien. Der Vater wird da interessanterweise vom Katholiken, also er ist konvertiert zum Katholizismus, vom Judentum. Und er wird vom Katholiken zum ganz glühenden und überzeugten Kommunisten. Und kommt halt in Exilkreise, wo junge Exildeutsche halt sich überlegen, das bessere Deutschland zu gründen. Und es kommt, das fand ich auch sehr interessant, schon im Exil zur Gründung der FDJ. Also das ist keine DDR-Gründung, sondern der Name Freie Deutsche Jugend hatte mal eben auch einen reellen Hintergrund. Vor diesem Hintergrund lernen sich ihre Eltern kennen, in den 1940er Jahren heiraten. Und nach dem Krieg zieht ihr Vater dann zurück, um eben mit der sich gründenden DDR halt sehr schnell Karriere zu machen in der SED. Und es kommen dann in der Folge ihre drei Brüder auf die Welt und sie selbst, Jahrgang 61, sind eben das jüngste Kind und auch das einzige Mädchen. Und das ist eine Familie, die vieles sehr Komplexes eben abbildet in dieser 20. Jahrhundertgeschichte, auch sehr viel Tragik. Und sie erzählen diese Familiengeschichte aus ihrer ganz eigenen Perspektive in diesem Roman. Ab jetzt ist Ruhe, Roman meiner fabelhaften Familie. Und da das ja eben auch so ihre Initialzündung als Schriftstellerin gewesen ist, wollte ich mal damit anfangen zu fragen, wie bist du dazu gekommen, das aufzuschreiben? Also wann ist es losgegangen, wie kam die Idee und wann bist du überhaupt ins Schreiben gekommen? Ja, also das war im Prinzip der Impuls, diese Geschichte, diese Familiengeschichte aufzuschreiben, der kam von außen. Also es gab eben Leute, die gesagt haben, deine Familie ist ja nicht mehr da und die ist ja irgendwie interessant, weil die ja auch so dieses Spannungsfeld, Rebellion der Väter gegen die Söhne, der Söhne gegen die Väter erzählt und so. Schreib die doch mal auf. Und ich wusste lange Zeit gar nicht, wie ich das machen soll, weil steht mir doch nicht zu, irgendwie eine objektive Geschichte meiner Familie zu schreiben. Also objektiv. Ich kann die nur subjektiv erzählen. Und dann kam ich auf den Gedanken, dass eben als Roman zu erzählen aus der Perspektive der kleinen Schwester oder beziehungsweise der Tochter dieser Familie meine Perspektive, meine Version der Geschichte zu erzählen. So kam das und ein Verlag hat es interessiert und so kam dieses Buch in die Welt. Mhm. Und dass dieser Verlag, also der Fischer Verlag in diesem Fall gesagt hat, also wenn du mal wieder, schönes Buch, danke, und wenn du mal wieder eine Idee hast, dann sag uns, erzähl uns davon, schreib los und so. Und das habe ich dann gemacht und so ging es dann weiter mit dem Schreiben. Ja, es ist tatsächlich so, dass Marion Brasch in diesem Buch, das ja sehr stark autobiografisch gefärbt ist, die Kleine ist, also die Kleine, die eigentlich von allen gern gemocht wird, die aber eben in diesem Strudel, in dem diese Familie ist, also es gibt ja einen ganz großen Generationenkonflikt zwischen ihren Eltern, vor allem zwischen dem Vater und den drei Brüdern. Das rücken sie im Grunde immer weiter irgendwie, oder sie sind von Anfang an, oder du bist von Anfang an eigentlich im Hintergrund, ja, und das ist eigentlich dann auch wirklich, glaube ich, eine spannende Perspektive, also im Grunde so fast von außen, aber gleichzeitig mittendrin diese Geschichte zu erzählen. Und es ist vor allem aber eben auch eine sehr tragische Geschichte, ne? Also weil ich habe das Buch damals gelesen und
ja, dachte dann im Grunde, meine Güte, also da sitzt eine Frau, die ist irgendwann 40 Jahre alt und die hat ihre ganze Familie verloren. Also es sind die Eltern jung gestorben, du hast deine Mutter verloren, da warst du 14 Jahre alt, ist an Krebs gestorben. Der Vater ist kurz vor der Wende gestorben, hoher Kulturfunktionär in der SED, Klaus Brasch. Und deine drei Söhne, Thomas Brasch, Klaus Brasch, Peter Brasch, alle drei kreativ und also gerade Thomas, ja auch ein sehr bekannter Schriftsteller, sterben im Grunde auch alle jung. Also im Jahr 2001 sind, glaube ich, deine beiden letzten Brüder verstorben. Und du hast dann eben eigentlich da gesessen und bist wirklich, hast deine ganze enge Familie verloren gehabt. Und mein Eindruck war also, dass das auch nur eine beeindruckende Leistung ist, im Grunde sich aus dieser Geschichte rauszuarbeiten und im Grunde in zweiter Lesart dann selber auch Schriftstellerin zu sein. Gut, also auf jeden Fall haben Sie es ja geschafft, also hast du das ja geschafft, also im Grunde aus dieser doch sehr traurigen und tragischen Situation heraus eine sehr eigene Existenz zu kreieren. Marion Brasch ist natürlich nicht nur die Tochter dieser sehr bekannten Familie, sondern du bist nach dem Abitur dann Schriftsetzerin geworden, hast bei verschiedenen Verlagen gearbeitet, hast gesungen in einer Band in Berlin, noch vor der Mauer, noch vor dem Mauerfall. Und du hast dann angefangen, ich glaube, bei DT64 als Radiomoderatorin zu arbeiten. Vielleicht erzählst du uns da ein paar Sätze drüber. Wie das alles lief? Naja, also ich war immer jemand, der sich nie so richtig, der kein Ziel hatte. Also das ging in der DDR irgendwie ganz gut, kein Ziel zu haben, sondern irgendwie auch so ein bisschen, das war eine der positiven Seiten, sich so ein bisschen treiben zu lassen. Das konnte ich sehr gut, das entsprach meinem Naturell. Also ich habe diese Schriftsetzerlehre gemacht, danach habe ich irgendwie gedacht, ach, ich will jetzt lieber Musik machen. Dann habe ich Musik gemacht und habe irgendwie bei Verlagen gejobbt und habe weiter Musik gemacht. Und dann gab es diesen Sender DT64, der damals irgendwie noch kein Vollprogramm war. Und ich habe ein Interview gegeben für diese Band, weil die haben mich so vorgeschickt und haben gesagt, du bist die vollständigen Sätze reden kann und geh da mal hin und mach mal das Interview. Und dann gab mir der Redakteur den Hinweis und den Tipp, hier wird das Programm demnächst erweitert und die suchen Leute, die brauchen Leute. Und die haben alles genommen, was nicht bei drei auf dem Baum war. Also auch mich. Ich habe mich dann als Musikredakteurin beworben und so kam ich zum Radio. Also auch wieder schöne Zufälle irgendwie, die mich dann auf den richtigen Weg gebracht haben, weil das mache ich ja bis heute, Radio. Ja, im Buch steht eben auch drin, also im Grunde genommen hattest du keine Lust, was Handfestes zu lernen, Ingenieur oder sowas, keine Lust, sondern du wolltest also lieber tolle Bücher lesen und um die Welt reisen und wie man sieht, kann man daraus ja auch was machen. Ich kenne Marion Brasch und vielleicht etliche von Ihnen auch hier im Publikum, wenn Sie aus Berlin angereist sein sollten als Moderatorin vom RBB-Sender Radio 1, also da kann man dich ja eben, wenn du nicht in Sachen Buch oder anderer Dinge unterwegs bist, auch immer mal aus dem Babylon-Kino live hören, wo du abends moderierst und Bands vorstellst. Und da gibt es, glaube ich, auch irgendwie, du machst das ja auch schon 20 Jahre gibt es Radio 1. 30 Jahre. Also Radio 1 gibt es 20 seit 97, Jahre. Jetzt, ne? 97, ja. Also ein ganzes Moderatorinnenleben und irgendwie viel Erfahrung, ich glaube auch viel Liebe zu Musik und zu Popmusik. Ab jetzt ist Ruhe-Roman meiner fabelhaften Familie nur noch hinzugefügt. Es gibt einen schönen Film über dieses ganze Thema, Familie Brasch, gedreht von Anne-Kathrin Händel, im letzten Sommer, glaube ich, in die Kinos gekommen, auf DVD. Und wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, würde ich das sehr empfehlen, diesen Film sich anzuschauen, dem man eben entnehmen kann, wie eng verwoben die Familie Brasch war, einfach auch mit einer ganzen Generation von Kulturschaffenden aus der DDR. Also sie sprechen da irgendwie, du bist natürlich im Film, kommst zentral vor und es wird aber eben auch zum Beispiel gezeigt, dass dein Bruder Thomas mit Katharina Thalbach emigriert ist, ne? Also als in den Westen gegangen ist, also nachdem Biermann ausgebürgert worden ist. Es kommt es kommen tolle Interviews mit Christoph Heim zur Rede und es ist ein sehr sehenswerter Film. Gut, nach dem Erscheinen dieses Buches ging das ja dann ziemlich schnell und dann kamst du halt mit deinem ersten, wirklich, glaube ich, fiktiven Roman, Wunderlich geht nach Norden, ein Roman, also wo ich ja immer finde, das ist eigentlich interessant, wenn man sich ein Buch anschaut und
ja, sich anschaut, was ist der erste Satz dieses Buches, wenn man sich überlegt, will man das lesen oder nicht. Und dieses Buch fängt an mit den Worten, wunderlich war der unglücklichste Mensch der Welt, glaube ich. Ne? Nee, wunderlich war der unglücklichste Mensch, den er kannte. Den er kannte, genau. Und es folgt also eine Liebeskummergeschichte und wunderlich wird auf eine Reise geschickt, nämlich nach Norden. Und warum erzähle ich das, obwohl wir ja über dein neues Buch reden wollen? Die eine Protagonistin aus diesem Buch erscheint eben auch schon im Wunderlich, das ist Toni. Vielleicht erzählst du uns einfach mal ein bisschen, worum es bei Toni geht und vielleicht auch bei dem anderen Protagonisten. Ja, also Toni war bei Wunderlich fährt nach Norden eine wichtige Nebenfigur. Also Wunderlich fährt begegnet auf dieser Reise nach Norden einer jungen Frau, die so ziemlich schräg drauf ist. Die beiden verbringen ein paar Tage miteinander, rein platonisch, aber sie haben irgendwie einen Draht zueinander. Diese Toni lebt in einem Wohnwagen in so einem kleinen Dorf, hat eine tragische Geschichte, weil sie fühlt sich verantwortlich für den Tod ihres kleinen Bruders, der irgendwie 7 Jahre zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Und sie trägt an dieser Schuld und kapselt sich so ein. Also das ist im Prinzip diese Figur Toni, wie sie auch schon in Wunderlich fährt nach Norden erzählt wird. Aber es ist eben eine Nebenfigur. Und ich dachte irgendwie, ich mochte diese Figur. Also ich habe irgendwie gerne Zeit mit Toni verbracht, dass ich dachte, eigentlich möchte ich sie weiter um mich haben. Und warum nehme ich sie nicht einfach? Das ist ja das Recht, mein Recht als Autor, mich selbst zu beklauen. Warum nehme ich sie nicht einfach und pflanze sie in eine neue Geschichte? Und das war die Idee. Und dass sie das zentrale Motiv, also zentrale Thema, ihr zentrales Thema dann eben auch zu einem Thema dieses Romans wird, nämlich diese Schuld, der Umgang mit dieser Schuld, mit dieser Verantwortung und auch so ein bisschen beleuchtet wird, woher sie kommt, wie sie so tickt, sie hat ein Problem mit ihrem Vater, mit ihrer Mutter, also so diese Geschichte. Und die zweite Figur, die habe ich dazu erfunden. Das ist ein Typ, der ist so Mitte 40, ein Roadie, hat auch eine Schuldgeschichte, die er seit 7 Jahren irgendwie mit sich rumschleppt, über die er nie gesprochen hat. Hinzu kommt, dass er ein Doppelleben führt, also er hat eine Frau und er hat eine Geliebte. Die Frau weiß auch seit 7 Jahren, also diese magische 7, die Frau weiß nichts von dieser anderen Frau, nichts von diesem Doppelleben und der kommt irgendwie so klar, aber hat sich auch irgendwie so ein bisschen vom Leben so ein bisschen entfernt, eben durch diese Schuld, die er da mit sich trägt. Und diese beiden Figuren bewegen sich innerhalb von 24 Stunden aufeinander zu. Das heißt, sie verbindet auch etwas, das wird nicht aufgeklärt jetzt, weil dann bräuchte wollen ich ja nicht spoilern, nee. Genau. Genau, und sie werden sich nach 24 Stunden begegnen, also aufeinandertreffen, so. Und das erzählt im Prinzip dieses Buch. Du liest uns vielleicht auch gleich einfach mal ein bisschen daraus vor. Das ist eine Geschichte, die es linear erzählt. Also ich finde, sie hat irgendwie ein schönes Tempo. Also es geht im Grunde genommen immer in kleinen Abschnitten aus der Perspektive dieser beiden Protagonisten. Ja, vielleicht fängst du einfach mal an mit dem Start. Ne? Also es gibt in diesem Buch einen Erzähler, der taucht immer mal wieder auf. Der hat, der ist so allwissender Erzähler, der weiß aber manchmal auch ein bisschen sehr viel. Also er ist manchmal auch ein bisschen geschwätzig und erzählt Geschichten, die man jetzt nicht unbedingt braucht, aber die vielleicht manchmal auch gar nicht so blöd sind zu wissen, um die Geschichte weiter zu verfolgen. Und der meldet sich gleich am Anfang und sagt, der Plan ist ganz einfach. Da sind zwei Leute an verschiedenen Orten. In den nächsten 24 Stunden werden sie sich aufeinander zubewegen, ob sie wollen oder nicht. Wobei das mit dem Wollen natürlich Quatsch ist, denn die beiden wissen ja nicht, dass sie sich begegnen werden. Und sie haben auch keine Ahnung, dass es nicht das erste Mal sein wird. Das wissen zum jetzigen Zeitpunkt nur sie und ich. Wobei der jetzige Zeitpunkt für sie zum jetzigen Zeitpunkt natürlich ein ganz anderer sein wird als für mich zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht wird Ihnen das eine oder andere bekannt vorkommen. Vielleicht werden Sie Charakteren begegnen, die Sie schon mal anderswo getroffen haben. Doch lassen Sie sich nicht täuschen. Manchmal spielt uns die Erinnerung einen Streich, schlägt uns ein Schnippchen, gaukelt uns etwas vor. Das ist in den echten Geschichten genauso wie in den Erfundenen. Und diese hier ist eine echte Erfundene. Sie beginnt an einem Freitag im Oktober. Ein für die Jahreszeit ungewöhnlich warmer Tag. Die Sonne scheint, 24 Grad im Schatten, es ist 16.47 Uhr. Toni sitzt auf ihrem alten Moped und fährt die Landstraße entlang.
langsamer als sonst, um den gutmütigen Fahrtwind und die vielleicht letzten warmen Sonnenstrahlen auszukosten. Es geht ihr gut. Hinter der Bushaltestelle des Dorfes lungern wie immer ein paar halbwüchsige Jungs herum, rauchen und kicken gelangweilt eine leere Dose hin und her. Der kräftigste unter ihnen ist der Anführer der Clique und rempelt die anderen immer weg. Vermutlich würde er auch als Erwachsener mal ein übler Rempler werden. Aus Arschlochkindern werden Arschlocherwachsene, denkt Toni, biegt hinter der Bushaltestelle in eine kleine Straße ein, fährt an der alten Schule vorbei und stellt das Moped vor ihrem Wohnwagen ab. Sie holt sich eine kalte Cola von drin und geht nach hinten in den Garten, in dem alles wächst, was sie braucht. Sie wässert die Beete mit dem Schlauch und legt sich in die Hängematte, die zwischen zwei Bäumen gespannt ist. Hier lebt sie schon seit 6 Jahren und sie lebt gern hier. Den Wohnwagen hat ihr Karl überlassen, ihr großer, ferner Freund Karl, der sie damals vor dem Ertrinken gerettet hat, als sie weit weg vom Ufer auf hoher See verloren gegangen war. Bildlich gesprochen, denn sie war noch nie auf hoher See, hat es bis jetzt nur einmal in die große Stadt geschafft, aber das ist eine andere Geschichte und lange her. Toni schaukelt in der Hängematte und döst. Alex, zweite Figur, schleppt eine Verstärkerbox in den Saal, in dem die Band heute spielen wird. Er wäre jetzt lieber woanders, bei der Frau, bei der er heute früh noch war und die nicht seine Frau und nicht die Mutter seiner Tochter ist. Sie ist die andere Frau. Er liebt seine Familie und er liebt die andere Frau. Vielleicht wird er sie heute Abend noch mal sehen, nach dem Konzert der Band, deren Musik er nicht mag, aber die Bezahlung ist okay. Nachdem er seinen alten Job aufgegeben hatte, war das hier das Beste, was ihm passieren konnte. Nur nicht rumsitzen, nur nicht nachdenken müssen. Er setzt die Box auf der Bühne ab, schiebt das Basecap in den Nacken und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Viel zu warm für diese Jahreszeit. Ein Bier wäre jetzt gut. Aber erstmal das hier. Sie sind heute nur zu dritt. Der vierte Roadie ist noch nicht aufgekreuzt. Weiß der Geier warum. Hat auch kein Handy, der Typ. Wie kann man in dem Job kein Handy haben? Alex zieht sein Telefon aus der Tasche. 16.58 Uhr, 3 Anrufe in Abwesenheit und eine SMS von seiner Frau. Ruf bitte dringend zurück. Ja, vielen Dank. Sie dürfen gerne klatschen. Da war dann auch schon der Buchtitel lieber woanders. Ich habe mir gedacht, das ist ja so ein Verweis darauf, nach so einer gewissen Sehnsucht. Vielleicht will sich da jemand aber auch verdünnisieren und flüchten. Also wie kommt es zu dem Titel, dem Buchtitel? Also es war tatsächlich, wir haben nach so einem Buchtitel gesucht und dann sagte mein Lektor, lieber woanders kommt 3-mal vor. Also tatsächlich aus beiden Perspektiven, die denken das, sagen das oder so, warum nehmen wir das nicht? Und das ist, wie Sie sagen, das ist eben auch so ein zentrales Motiv, dass die beide erstens in Bewegung sind und auch immer so irgendwie auf der Flucht vor sich selbst, mehr oder weniger. Also eine Ambivalenz. Ja, ja, genau. Mhm. Das kommt ja auch irgendwie an anderen Stellen vor, also wo es im Grunde immer um so ein Paralleluniversum geht. Also auch das ist so ein Begriff, der immer mal auftaucht und wo man eigentlich sich dann auch so ein bisschen fragt, was ist das, wo sind die Figuren eigentlich gerade, also sind die bei sich oder nicht und vielleicht auch, wie sympathisch sind die eigentlich, und ich fand es relativ deutlich, dass so deine Sympathien eher bei der einen Figur und weniger bei der anderen sind, oder? Ist es so? Ja, also dieses, meinst die... Dass Alex eigentlich relativ schlecht bei wegkommt und dass Toni eigentlich die Sympathieträgerin ist? Ja, oder? Ja, das ist auch ambivalent, weil ich denke, also das war mir auch irgendwie wichtig, dass dieser Alex, der ja mit dieser Schuld und mit diesem Doppelleben, wo man alles sagt, ey, du Arschloch, ja, was bist du für ein Honk? Also krieg doch mal Dinge auf die Reihe, kümmere dich und zieh die Konsequenzen aus dem, was du tust. Aber andererseits lag mir auch daran, dass der... Eigentlich, also ich mochte ihn auch, okay. Auch in dieser Ambivalenz. Ne? Also man kann ihn auch irgendwie permanent irgendwie in den Hintern treten und sagen, was bist du für ein Arsch, aber ich mochte ihn auch, ja. Auch in dieser Ambivalenz. Und das macht uns ja auch aus. Und er sagt an einer Stelle auch, jeder trägt das ja in sich. Ja? Also wir tragen den Zärtlichen und den Grobian in uns, wir tragen den Guten und den Schlechten in uns, genau, wir tragen alles in uns. Ja. Und er flüchtet sich, also Stichwort Paralleluniversen, er flüchtet sich gerne in diese Theorie vom Paralleluniversum, die ja tatsächlich ernsthaft diskutiert wird von Wissenschaftlern, also Multiversen, ne, Wahrscheinlichkeitstheorie, wenn das Universum unendlich ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit das und so weiter.
dass darin flüchtet er sich, also eine andere Version seiner selbst zu sein, in einem anderen Leben, zu sagen, da wäre mir das nicht widerfahren. Und deswegen beschäftigt er sich ganz viel mit dieser Quantenphysik und Paralleluniversen. Damit habe ich mich dann auch beschäftigt, weil er das eben macht. So. Genau. Yeah. Fand ich total spannend. Und das ist eben sein Fluchtreflex auch. Yeah. Und das fand ich wiederum sympathisch. Ja? Das ist auch, das war eine Stelle, also ich vermute, dass du die meinst und ich erlaube mir jetzt einfach, die mal eben noch mal vorzulesen, weil ich die auch so schön fand. Das ist der Alex, der sagt, so ist das eben, in jedem steckt auch ein anderer, in jedem Tapferen ein Feigling, in jedem Zärtlichen ein Grobian, in jedem Ehrlichen ein Lügner, in jedem Guten ein Schlechter. Unser Paralleluniversum sind wir uns selbst, ob wir wollen oder nicht. Genau, no, ja. Genau. Wie entwickelst du denn die Figuren? Also fliegen dir die zu oder denkst du, weil das sind natürlich immer so die Fragen, die man hat irgendwie, also wie entsteht so eine Gestalt? Also hast du da eine irgendwie Vorbild aus der Realität oder denkst du dir das ganz alleine aus oder wie entwickelst du die? Naja, man ist ja irgendwie auch immer Summe seiner Erfahrungen, also auch als Autor, aber es gibt jetzt keine konkreten oder realen Vorlagen für diese Figuren, die habe ich mir ausgedacht. Also zuerst war Toni da, beziehungsweise bevor Toni da war, war Wunderlich da. Also das ist dann quasi diese Fortsetzung oder Spin-off, könnte man auch sagen. Und dann sind die da mit ihren, oder Toni war da mit ihrem Charakterzug und sie brauchte eben, oder mit ihrer Entwicklung auch, und sie brauchte einen Gegenpart, ne? Protagonist, Antagonist und so, kennt man ja. Und so kam dann eben auch Alex in die Welt. Und wenn die dann irgendwie so eine groben Züge haben, dann muss man die verfeinern, damit sie auch glaubwürdig sind. Damit man die auch als Leser, und ich bin ja als Autor auch Leser, das ist, finde ich, ganz wichtig. Ich stelle mich ja nicht über die Dinge und weiß Bescheid, sondern ich will meine Figuren ja auch glaubwürdig und wahrhaftig machen, dass ich ihnen auch glaube. Ja. Und sie wahrhaben will und so. Und so formen die sich, ne? Also wenn der irgendwie in der Welt ist, wie reagiert er auf bestimmte Dinge? Wie zieht er sich zurück, wenn andere auf ihn zukommen? Oder wie geht er auf andere zu? Also das, so entstehen diese Charaktere. Das fand ich eigentlich, also sowohl beim Wunderlich als auch in Lieber woanders, also was mir sehr aufgefallen ist und was mir gerade in Lieber woanders auch wirklich sehr sympathisch aufgefallen ist, es hat im Grunde, ja, jede noch so kleine Figur ja eigentlich so ein Eigenleben, ja. Also da gibt es zum Beispiel einen Taxifahrer, der soll den Alex jetzt ganz schnell ins Krankenhaus bringen, wo seine kleine Tochter gerade am Blinddarm operiert ist. Und es ist ein Taxifahrer und trotzdem erfährt man mal eben in 2, 3 Sätzen, der ist muffig und es gibt halt einen Grund dafür, dass der muffig ist, weil der hat gerade den und jenen Punk und im Übrigen, in Wirklichkeit ist er eine Frau, ja, und das fand ich dann wirklich, wo ich dachte, wow, das finde ich toll und sehr liebevoll, also dass so jede einzelne Figur im Grunde in sich dann schon wieder so einen Kern bekommt, der da angelegt wird. Wie du gesagt hast, ist ja der Wunderlich auch immer noch sehr präsent in dem Roman, also einfach als ja, jemand, an den sich die Toni erinnert. Und mir kam das dann fast so ein bisschen auch vor, wie man das kennt aus Serien, ja, also aus TV-Serien, wo man sieht, da ist halt eine Figur angelegt, eine Persönlichkeit, die wird entwickelt und erzählt. Dann ist vielleicht irgendwann Schluss oder eine Pause. Man fragt sich, ist das auserzählt? Kommt der nochmal wieder? Also vielleicht kommt der Wunderliche auch mal wieder. Dann gibt es aber eben auch einzelne Personen, die so am Rande aufploppen, wo man dann eben erst nach und nach feststellt, so hey, die sind ja wichtig oder die werden wichtig. Hast du solche Pläne, frage ich mal ganz direkt. Also könntest du dir vorstellen, das so weiterzuentwickeln? Naja, also das ist ja im Prinzip, also als ich gesagt habe, Spin-off, ich bin ein Serienjunkie. Ja. Ich ziehe mir das rein, ich atme irgendwie Serien ein, buchstäblich. Ist so. Und wahrscheinlich, und es gibt bei den Serien gibt es so ein Spin-off, ne? Also Breaking Bad, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da gibt es dann dieses Spin-off von Better Call Saul, wo dieser Anwalt. Genau. Und ich finde das total toll. Und ohne jetzt daran zu denken, dass das eine Serie oder ein Film wird oder so, finde ich das Prinzip einfach toll, dass man einfach, wie gesagt, auch sich selbst beklauen kann, in jedweder, und man kann sich selbst des Plagiats anzeigen oder so beschuldigen und so, das ist ja toll. Ja, ja. Und wie du sagst, dann eben so Charaktere dann einfach in die Welt zu setzen und dem mal kurz noch eine Geschichte mitzugeben, das macht mir total Spaß. Genau. Ja. Also ich habe keine Pläne, aber wenn jemand anders Pläne hat, gerne. So. Ja. Willst du vielleicht noch ein bisschen lesen und wir gucken dann nochmal weiter? Ja, also die beiden sind ja dann irgendwann unterwegs,
bewegen sich, wie gesagt, aufeinander zu. Es gibt eine Szene, wo sie tatsächlich fast sich begegnet werden, aber da kommt der Zufall wieder zu Hilfe. Der Zufall ist eigentlich ein Protagonist in diesem Buch. Der Zufall will, dass Toni den Zug, den sie eigentlich kriegen wollte, verpasst. Der Zug, in dem Alex gerade sitzt übrigens, sie verpasst den, weil irgendwelche Leute mit dem Fahrkartenautomat nicht klarkommen und sie also quasi ihre Fahrkarte nicht kriegt und sie deswegen den Zug verpasst. Und dann sitzt sie also auf dem Bahnsteig und wartet auf den Zug, auf den nächsten, und hat noch 10 Minuten Zeit, bis ihr Zug kommt. Sie kauft sich einen Kaffee und setzt sich auf den Bahnsteig. Die Sonne scheint, es ist nicht mehr ganz so kalt. Ein Flaschensammler inspiziert den Mülleimer neben der Bank. Er zieht eine Bierflasche heraus und steckt sie in seinen Beutel. Ihre Blicke treffen sich, er grinst sie an, sie grinst zurück. Schöner Tag heute, was? Sagt er und setzt sich neben sie auf die Bank. Findest du? Ja, findest du nicht? Doch. Hübsches Kleid, sagt er. Bisschen luftig für die Jahreszeit. Hast du vielleicht bisschen Kleingeld übrig? Toni kramt in der Tasche ihrer Lederjacke und hält ihm 2 Münzen hin. Danke, Mädchen, sagt der Mann und nimmt das Geld. Dann streckt er die Füße aus und legt den Kopf nach hinten. Guck mal da oben, sagt er und zeigt zum Dach des Bahnsteigs. Der Vogel. Seh keinen. Muss genau hingucken, der ist ganz klein. Spatz. Nee, eine Nachtigall. Quatsch. Doch, ich kenne die, die wohnt hier. Nachtigallen wohnen doch nicht in Bahnhöfen. Warum nicht? Wohnen ja schließlich auch hier. Du wohnst hier? Klar, sagt der Mann. Lässt sich aushalten, man trifft eine Menge interessante Leute. Und woher weißt du, dass das eine Nachtigall ist? Ich kenne mich aus mit Vögeln, sagt der Mann ernst. Und die singt sogar manchmal. Echt? Hier im Bahnhof? Klar. Abgefahren, sagt Toni. Vielleicht ist die rausgeflogen zu Hause. Die Nachtigall? Ja, vielleicht hat ihre Olle sie rausgeschmissen. Er richtet sich auf und sieht jetzt sehr nachdenklich aus. Klingt irgendwie komisch, ist ja ein Kerl. Müsste dann ja eigentlich der Nachtigall heißen. Na egal. Jedenfalls hat ihre Olle den rausgeschmissen, so wie meine Olle mich rausgeschmissen hat. Wohnen wir jetzt hier im Bahnhof, wir zwei Hübschen. Toni betrachtet den Vogel, der auf einer der Metallstreben sitzt und die Szenerie auf dem Bahnhof, auf dem Bahnsteig zu beobachten scheint. Dann plustert er sich auf und fliegt weg. Kommt gleich ein Zug, sagt der Mann auf der Bank. Das spürt er und haut ab. Vielleicht wegen dem Zugwind oder so. Ist sozusagen ein Zugvogel, der Vogel. Ist dann sozusagen auch mein Zug, sagt Toni. Wenn das so ist, sagt der Mann und erhebt sich von der Bank. Dann gehe ich mal lieber, ich mag keine Abschiede. Er zwinkert ihr zu, dreht sich um und geht. Tonis Zug fährt ein. Du hast eben schon gerade erwähnt, dass es eine sozusagen übergeordnete Instanz gibt, also eine Erzählerin, so eine Person, die im Grunde genommen alles weiß und auch so ein bisschen also uns als Leser, Leserin mitnimmt. Das ist so, auch so ein bisschen so ein ordnendes Element, habe ich das Gefühl. Ne? Also die aufpasst, dass also wirklich der Zufall auch im richtigen Moment waltet. Ja, das ist also, wie gesagt, das ist so eine Instanz. Ne? Mhm. Also jemand, der oder die, das weiß man ja nicht so genau. Ne? Ich habe es ja auch noch aufgeschrieben, was mir da irgendjemand... Okay. Also eine Instanz, die schon will, dass die beiden aufeinandertreffen, aber eigentlich keinen Einfluss darauf hat, ne? Vermeintlich. Und die dann eben auch zwischendurch immer mal, also so den Leser zum Komplizen macht, mhm, und sagt, pass mal auf und so. Ich hab die Erfahrung gemacht, das mag man oder mag man nicht. Ne? Also es gibt auch Leute, die sagen, ich will aber jetzt nicht Komplize vom Erzähler sein. Ich will einfach, dass die Geschichte weitergeht. Ja. Lass mich in Ruhe. Ja. Das ist Geschmackssache. Ja. Ich weiß das. Ich finde es gut, deswegen habe ich es so gemacht. Oh. Und, wow. Und ich dachte eben, es öffnet eben noch so eine andere Perspektive, weil dieser Erzähler oder diese Instanz auch noch so ein bisschen Background dieser Figuren erzählt, beziehungsweise Vorgänge erzählt, die beiden jetzt in diesen 24 Stunden einfach nicht erleben, beziehungsweise erzählen können. Es gibt eine weitere Instanz, die ich auch aus dem Wunderlicht schon kenne. Das ist halt so ein magisches Moment. Ne? Also im Wunderlicht, das wird ja auch erwähnt jetzt im neuen Roman, da wird dran erinnert, im Wunderlicht gab es Blauharz, also als ein magisches Mittel, mit dem man Wunden heilen kann. Und zwar sowohl körperliche als auch seelische Wunden. Das Ganze hatte nur einen relativ fiesen Preis, weil die Person, die das anwendet, vergisst, wie das entstanden ist und beraubt sich damit im Grunde
ihrer eigenen Geschichte. Ja, das Blauharz taucht hier jetzt nicht auf. Es gibt aber eine andere Situation. Das ist eigentlich Wein und eine Person, die auftaucht. Ne? Ja. Vielleicht erzählst du uns noch ein, zwei Sätze darüber, was es damit auf sich hat, mit dieser Magie, mit diesem fantastischen Moment. Ja, also ich liebe solche Geschichten. Das hat nicht mit Fantasy zu tun, sondern es gibt so in der Literatur diesen Begriff des magischen Realismus. Das heißt, man erzählt eine Geschichte vor realistischem Hintergrund und dann passieren irgendwelche Dinge, die man eigentlich aus der Realität, aus dem Leben, wie wir es kennen, nicht kennt. Also zum Beispiel Blauharz gibt es nicht. Das habe ich erfunden. Also wenn man das googelt, trifft man auf mich, tut mir leid, ich müsste es mal patentieren lassen. Und ich dachte, das ist so ein Element wie im Märchen, das Wasser des Lebens, nur es hat eben diese Kehrseite, ne? Dass man, wenn man das benutzt, es ist toll, man vergisst die Verletzung, aber man vergisst eben auch die Ursache für die Verletzung und damit verliert man im Prinzip seine Prägung. Genau, Geschichte. Seine eigene Geschichte. Ja. Und ich fand das interessant, auch so ein bisschen als philosophisches, das ist jetzt kein philosophischer Roman, aber so als philosophisches Moment, was macht eigentlich das Leben mit uns, die Dinge, die uns widerfahren. Ne? Also das fand ich irgendwie ganz interessant mit diesem märchenhaften Element. Und da ich selber so eine Geschichten liebe, dachte ich, ich bringe das damit rein. Schön. Wird es eine Fortsetzung geben? Also hast du Pläne schon, das weiterzuentwickeln oder lässt du das noch offen? Das würde ich noch offen lassen, weil das kommt der Moment, also ich mag, wie gesagt, die Figuren, es gibt auch noch andere Figuren, sowohl in diesem Roman als auch bei Wunderlich, wo ich dachte, eigentlich würde ich die auch noch gern ein bisschen weiter erzählen, aber vielleicht mache ich auch was ganz anderes. Okay, mal gucken. Was liest du selber gern? Das finde ich ja auch immer interessant. Also, magischer Realismus. Ich bin so ganz doll beeinflusst von diesen Südamerikanern, also Marquez und so, aber auch Bulgakov war ja auch so ein begnadeter Typ, also Meister und Margarita ist ja auch so eine Geschichte. Und dann mag ich die amerikanischen Erzähler. Also ich bin ein großer Raymond Carver-Fan, also amerikanische Short Stories liebe ich. Und das ist so, also da und natürlich auch zeitgenössische Literatur, aber die muss ich auch lesen, weil ich auch so eine Literatursendung im Radio habe und so. Aber eigentlich eher so diese klassischen amerikanischen Erzähler finde ich toll. Ja. Wir haben jetzt hier so ein bisschen musikalische Begleitung. Wir sind auch bald schon am Ende mit unserem Gespräch. Ich will auf jeden Fall aber nochmal erwähnen, dass es auch ein schönes Hörbuch gibt von Lieber Woanders, was du selbst liest, zusammen mit Jasna Fritzi Bauer und Thorsten Mertes, glaube ich. Ne? Und ansonsten haben wir vorne am Büchertisch natürlich das Buch vorrätig und ich kann Ihnen nur ganz wärmstens ans Herz zu legen, das sofort loszuziehen und das zu kaufen, es lohnt sich. Du hast auch, glaube ich, ein paar Minütchen noch Zeit, du könntest signieren. Sonst sage ich erstmal ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Und bleiben Sie uns gerne treu. Wir haben hier gleich Thomas Gardi, einen deutsch-israelischen Autoren, interviewt von Doris Akrab. Und sonst danke ich fürs Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.